Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 13. Oktober, 8:34 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir machen den Chart ein bisschen größer, schauen mal auf 15 Minuten. Die Gaps gestern wunderbar bilderbuchmäßig geschlossen hier. So, was machen wir? Platzieren wir die Falle bei 15,2. Platzieren wir die Falle bei 15,1. Das ist hier die Frage. Und 15,154, wir befinden uns genau in der Mitte. Ich platziere erstmal unten herum die Falle. Wenn der Markt sich weiter nach oben bewegt, werden wir die Big Number wechseln auf den oberen Segment. Also jetzt haben wir erstmal Big Number hier unten genommen in Richtung Daily Pivot mit geringem Risiko. Ja, und wir sehen jetzt eine 15er Box. Eine 15er Box mit 0,013 zu 0,015. So, da wechseln wir mal kurz. Zack. Jetzt haben wir wieder das richtige Risiko. Okay, Blue Boxen gestern, ein Blick auf die Blue Boxen von gestern, 24, eine 20, 22er gegen Abend, eine 30er, na schauen wir mal, 1, 2, 3, ja, eventuell hier oben raus, aber gestern Nachmittag, ab 14 Uhr, Seitwärtsgedönse, ja. Gestern Morgen hier sehen 26er, wir haben die getradet, sauber in den Gewinn gelaufen, Big Number auch. Ja, also gestern Nachmittag ERC. Gucken wir uns die Vola-Boxen mal an und dazu gehen wir mal in den Bereich hier rein. 15.116 kommt sie raus, also das würde auch dafür sprechen, dass wir in Richtung des Daily Pivots erstmal zurücklaufen. Gut. Jetzt gehen wir in die Dailies rein und schauen uns mal den Wetterbericht an. Stellen alles auf Null heute. So. Und wie jeden Morgen die letzten Tage fangen wir heute wieder mit den Kryptos an. Daily auf Ethereum 3466. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short. 15 Short und 5 auch Short. Das heißt hier leichte Erholung in Ethereum. Bitcoin 55.000. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Short. 30 Short. 15 Short. 5 Minuten auch Short. Das heißt auf den kurzen Zeitebenen hier Luft holen, ähnlich wie bei Ethereum. Nächster Markt, den wir hier vor der Brust haben, ist Dow Jones. Dow Jones Daily Short. 4 Stunden Long. Stunde sind für Short. 30 Short. 15 Short. Und 5 Minuten auch Short. Also auch da Gewichtung eher Short aktuell. Also weiter mit Korrektur oder Luft holen. So, Daily Short auf dem S&P 500, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5. Das bedeutet jeweils die Zeitebenen, die ich so kurz durchgebe. Ja, also auch hier eher Short. Gucken wir uns die Technologiebörse an, Nasdaq. Also Daily Short und auf 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten sind wir Long. Kommen wir Richtung Öl. Daily Long. Spitze in Öl war hier oben. 4 Stunden Long. Stunde Short. 30 Short. 15 Long. 5 Minuten auch Long. Also hier auch klar Long. Kommen wir zur Old Economy, nämlich Gold. Daily Short. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. Und 5 Minuten auch Long. The last ist der DAX. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short.
30 Short, 15 Long und 5 Minuten Short. Sehr gut. Okay, dann gutes Gelingen heute. Die Fallen sind, die erste Falle ist soweit platziert. Würde sich hier eine Blue Box wieder entwickeln, würden wir die Blue Box letztendlich auch traden. Also warten wir 8.39 Uhr. Ja, die meiste Zeit beim Traden hat man mit Warten zu tun. Und deswegen, ja, Falle erstmal hier unten platziert. Die Vola-Box kommt bei 15.1 circa raus, also über dem Daily Pivot. Und auch da nochmal das Regelwerk. Öffnungskurs und Vola-Box, wenn das ganz, ganz dicht beieinander ist, dann würde ich kein erhöhtes Risiko fahren wie die letzten Wochen. Ja, würde die Vola-Box weiter entfernt sein, dann erhöhe ich das Risiko um der Positionsgröße 0,1. Ja, das hat resultiert hiermit, gebe ich mein Gewinnziel an in Euronen, 20 Euro für den ersten Trade, habe ich ein Risiko von 0,097. So, ansonsten bleiben wir bei 0,007. 0,007, angepasstes Ziel. Okay, das so. Jetzt sind wir in der Falle. Der DAX hat reingetappt und jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung er diese Falle wieder verlässt. Zum Regelwerk soll gesagt werden, also wenn wir zum zweiten Mal auf angepasst, gehen wir auf angepasst, das bedeutet, wir lassen einen Trade laufen. So, es ist 9.13 Uhr und wie immer das Hafengeräusch hier. Wir sind raus aus dem Trade, ersten Anlauf und platzieren jetzt nochmal das zweite Mal die gleiche Box. Verabschiede mich jetzt für das von den YouTubern bzw. für das Video-Tagebuch. Wünsche allen noch gute Trades. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Dankeschön.